Hallo und willkommen zurück bei Anno 1701. Wir wurden beim letzten Mal betrogen, kann man nicht wirklich sagen, aber eigentlich wäre das schon eine Kriegserklärung wert. Wenn ich nicht eine friedliebende Gemeinschaft wäre, von Siedlern, von denen noch niemand jemals überhaupt etwas von Kriegsführung gehört hat, dann würde ich diesen Vollidioten da unten aus den Latschen hauen, der mir hier meine Goldmine weggenommen hat, direkt neben meiner Edelsteinmine. Nein, andersrum, der mir die Edelsteinmine weggenommen hat, direkt neben der Goldmine. Oh Mann, den würde ich zerstören. Jetzt ist natürlich die Frage, vielleicht ist ja hier irgendwo noch eine Insel, wo auch beides drin vorkommt. Wir müssen aber vorher kurz mal gucken. Die wollen hier alle aufsteigen. Das ist ja supi. Aber ich muss kurz gucken, ob die alles haben, was sie brauchen. Denn die wollen ja hier Parfüm haben. Und wir sind ja bei 33 Tonnen, das müssen wir mal beobachten. Aber Parfüm ist für uns relativ einfach. Das ist ja diese Ambra-Produktion mit dem Walfett. Das können wir ja. Erstmal werden wir die Steuern erhöhen, weil so geht's ja nun nicht. Und da müssen wir hier eigentlich mal Schmuck herstellen. Durch Goldschmiede zu produzieren. Und das... Ich wusste, ich habe eben das Feuer gehört. Ich dachte mir eben, ich hätte was gehört. Also nach wie vor fände ich es natürlich cool, den Schmuck auf der Insel vor Ort herzustellen, wo man auch Edelstein und Diamanten abbaut. Das fände ich natürlich ganz nett. Und deshalb müssen wir eigentlich mal gucken, ob es noch irgendwo eine weitere Insel gibt, wo man das machen könnte. Jetzt nehmen wir 6 Holz und 4 Werkzeug mit. Ne, wir nehmen hier mehr mit, damit wir im Notfall auch gleich noch ein Markthaus bauen können, um schnell das Land in Besitz zu nehmen, wenn es irgendwo etwas Besseres geben sollte. Wir können ja das Land, was wir unten da erobert haben, ein ganz besonderes Angebot, nur für dich. Gegen einen Tribut von 900. Warte mal, bist du nicht der, der mich hier angekackt hat? Ja, das ist, du bist grün. Du möchtest ein Bündnis eingehen, aber nur, wenn ich dir 900 zahle. Nein. Du hast wohl was Besseres gefunden, wie? Ja. Also, nein, habe ich nicht. Aber ich lass mir doch nicht mehrere Male von dir das Land klauen und mich von dir beschimpfen, wenn ich das Gleiche mit dir mache. Und dann soll ich dich bezahlen, um ein Tribut einzugehen. Ein Bündnis einzugehen. Ja, niemals. Also, selbst wenn wir da unten eine weitere Insel finden, auf der Gold und Edelsteine sind, werde ich trotzdem die Insel, die der mir weggenommen hat, zur Hälfte weiterhin besiedelt lassen, damit er nicht auf die Idee kommt, sich das auch zu schnappen. Dann können wir ihm das Leben wenigstens schwer machen, selbst wenn ich es nicht benutze. Ne? Soweit wollen wir es ja nicht kommen lassen, dass der deshalb es irgendwie leichter hat. So. Und hier findet sich aktuell gar nichts. Das ist natürlich schlecht. Noch weiter in Süden müssen wir mal gucken, ob da vielleicht noch eine Insel kommt. Aber es sieht nicht so aus. Aber das nächste Mal treffen wir uns an meinem Kontor. Hört ihr? Nein, du hast 7 Tonnen Ziegel eingekauft für 91 Gold. Das ist ja gar nichts. Agatha von Tieren und Titonka. Ja, bitte sehr, von mir aus. Das ist mir eigentlich egal. Also es sieht so aus, als ob es wirklich keine anderen Inseln mehr gibt. Wir haben alle Inseln gefunden und das ist buchstäblich die einzige fucking Insel, wo wir das machen können. Na, wunderbar. Wenn wir jetzt hier eine Goldmine bauen wollen würden, dann kostet uns das auch Ziegel. Okay, die Goldschmiede braucht auch Marmor und die Edelsteinmine, ja gut, okay. Das Problem ist halt hier, wir haben nur eine einzige Goldmine. Und irgendwo hier haben wir die Möglichkeit, eine Edelsteinmine zu bauen, nicht wahr? Ja, das ist doch meins hier, oder? Nein, es ist nicht! Das ist nicht meine Edelsteinmine, da kann ich... Na Gott! Alter, wie er mich eingenommen hat! Fuck, das ist, glaube ich, neu. Jetzt habe ich bald gar keine Edelsteinmine mehr. Doch, hier! Hier habe ich noch eine. Okay, wo ist mein Schiff? So schnell wie möglich hier hinkommen und zusehen, dass wir da das schnell in unser Markthaus, nicht wahr? Ja. Ach, das ist noch gar nicht mein Schiff. Wir müssen das ganz schnell für uns beanspruchen, bevor hier einer noch ein Kontor baut und die Edelsteinmine für sich beansprucht, weil das wäre ganz, ganz schlecht. So, deshalb bauen wir jetzt hier so schnell wie möglich noch ein Markthaus. Bam.
Und jetzt ist es unabdingbar meins. So, jetzt kann hier schon nichts mehr passieren. So, damit ich überhaupt die Möglichkeit habe. So, jetzt brauchen wir hier 15 Holz. Okay, das haben wir hier schon drauf. Dann haben wir da 5 Werkzeuge. Das heißt, wir können 12 Werkzeuge wieder mitnehmen. So, wir wollen ja, wir wollen jetzt nicht übertreiben und zu viel Materialien hier lassen. Und da brauchen wir 5 Ziegel. Okay. Wir holen jetzt hier 5 Ziegel. Und, werden da dann eine Edelsteinmine bauen. Ah, wir brauchen natürlich auch die tiefe Edelsteinmine früher oder später. Und da brauchen wir wieder mehr Materialien. Das ist natürlich wieder ungünstig. Was kostet es eigentlich, das hier aufzurüsten? Kostet auch 5 Ziegel. Wir werden das mal bei beiden machen. Ich denke mal, wir werden uns jetzt ein bisschen Zeit lassen. Das mache ich eigentlich in Anno immer ganz gerne. Und deshalb verzichte ich normalerweise auch ganz gerne auf Computergegner. Dass wir uns hier jetzt ein bisschen Zeit nehmen werden und die Sachen nochmal upgraden. Und da müssen wir auch ein neues Schiff bauen. Okay, wir müssen ein neues Schiff bauen. Siehst du mal. Und dieses Schiff kann eigentlich beide Inseln anfahren. Hier bekommen wir Edelsteine und hier bekommen wir Gold. Genau, das ist nicht dramatisch. Das kann beide anfahren. Und dann fährt es mit den Erzeugnissen hier hin. Und da bauen Was wir dann haltet ihr davon, etwas für mich unseren Goldschmied. Okay, Moment. Erst einmal werden wir hier ein kleines Handelsschiff bauen. Okay? So, und dann müssen wir mal gucken. Ich bin der Meinung, irgendetwas ging der Neige zu. Nee, es sieht jetzt nicht so aus. Es sieht nicht so aus, als ob irgendetwas weniger wird. Und das ist schon mal gut, dann sind wir gerade in einer guten Situation. Das ist ja schon mal etwas. Was ist denn der Auftrag? Willkommen auf meiner bescheidenen Insel. 14 Tonnen Kakao. Könnte ich eintauschen gegen Ambra. Ich weiß nicht, ob ich 14 Tonnen Kakao liefern möchte. Hier ist Alkohol, das ist sowieso was Falsches. Hier ist Tabak, auch falsch. Hier ist gar nichts. Hier ist Kakao. Aber ich will dem nicht 16 Tonnen geben, weil irgendwie... Nee, danke. Muss jetzt nicht sein. Fände ich jetzt doof. Oh, da ist aber sehr viel Kakao drin. Okay, wir haben sehr viel Kakao. Das ist ja erfreulich. Also erst einmal kommt hier wieder das Werkzeug hin. So. Dann wollten wir hier ja eine Edelsteinmine bauen. So, da brauchen wir erst einmal 5 Ziegel. So, ne? Das machen wir erst einmal. Jetzt ist natürlich das Problem, ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie viel das kostet, die in eine tiefe Edelsteinmine abzugraden. Und das ärgert mich ein bisschen, dass ich das nicht weiß. Aber gut, das, ja, kann ich jetzt nicht sagen. So, 5 Ziegel brauchen wir da jedenfalls noch. Und dann brauchen wir hier nochmal 15 Holz, 5 Ziegel und 5 Werkzeug. Okay. So. Ich glaube nochmal 5 Ziegel. War das? Wie viel waren das jetzt? 5 Ziegel, 5 Werkzeug und 15 Holz. Der Wind steht günstig. 5 Werkzeug und 15 Holz. Nicht wahr? 5 Werkzeug und 15 Holz. Okay, gut. Dann können wir damit erst einmal hier hingehen und die Ziegel abliefern. Und wenn wir wissen, was wir brauchen, um das zu upgraden, dann können wir das auch nochmal machen. So, und eigentlich müssen wir die Markthäuser nicht upgraden, weil die hier kommen noch zurecht. Das geht noch. Wenn wir hier mehr Kakaoplantagen hinsetzen, dann müssen wir das mal upgraden, aber das können wir auch zu einem späteren Zeitpunkt machen. Und gleiches gilt eigentlich für hier, obwohl wir hier gar nichts anbauen. Hier könnte ich jetzt noch Zuckerrohr anpflanzen für mehr Alkohol, aber es ist eigentlich nicht unbedingt nötig. Ich fände es eigentlich auch ganz schön, wenn wir irgendwo mal Elefanten finden würden, um Elfenbein herzustellen. Du Drecksau da. Edelsteinmine. Das ist einfach nicht zu fassen. Ja, aber was weiß ich, wo es Elefanten gibt. Das kann ich jetzt auch nicht so genau sagen. Laderaum Neptun. Warte mal, heißt mein anderes Schiff nicht auch Neptun? Orena 3. Oh ja, ich habe das falsche Schiff gebracht. Ach Gott. Das ist Orena 3 und das ist eigentlich Neptun, weil das Entdeckerschiff hat auch noch Kanonen, was wir überhaupt nicht brauchen. Aber das ist eigentlich das Schiff, das dahin gehört.
dass wir jetzt hier Orena 3 geschickt haben, obwohl Orena 1 und 2 gar nicht existiert. Das ist ja das Schiff, was wir gerade eben erst gebaut haben. Das ist natürlich ein bisschen albern, ein bisschen seltsam. Aber das bedeutet, wir können unser Entdeckerschiff schicken, wenn wir wissen, welche Materialien wir brauchen. Dann müssen wir nicht zweimal hin und her fahren. Ist natürlich auch eine schöne Sache. Ne? Warum denn nicht? So, das hat natürlich auch den Vorteil, dass der hier Gold und Edelsteine holt, dass wir unser Fertigungsbetrieb auf der Hauptinsel bauen können, wo immer wir wollen. Das ist völlig irrelevant. Der Wind steht günstig. So, jetzt geben wir hier 5 Ziegel rein. Und dann bauen wir hier eine Edelsteinmine. Bam. So. Und dann müssen wir hier natürlich noch einen Weg bauen. So. Den müssen wir upgraden mit 10 Ziegel, 3, 10 Holz, 3 Ziegel, 4 Werkzeug. Und das können wir jetzt hier aufladen. So, 10 Holz konnte ich mir merken, mehr konnte ich mir nicht merken. 10 Holz, 3 Ziegel, 4 Werkzeug. So, 3 Ziegel, 4 Werkzeug. So, und dann könnten wir mit dem Schiff losfahren. Vorher werden wir aber hierhin fahren und da erstmal die Goldmine bauen. So, und dann mal gucken, was die zum Upgraden braucht. Und wenn die genau das gleiche braucht, dann können wir einfach die Materialien verdoppeln und hier wunderbar upgraden. Das wäre natürlich ein Traum. So, dann gucken wir mal. Wahrscheinlich kostet das das gleiche. So, hier haben wir jetzt eine Goldmine. Und die können ja auch schon ruhig anfangen. Das ist ja gar kein Problem. So, die brauchen sonst nichts weiter. Und der braucht 10 Holz, 3 Ziegel und 4 Werkzeug. Wunderbar, genau das gleiche nochmal. 10 Holz, 3 Ziegel und 4 Werkzeug. Gut, dann können wir das einfach verdoppeln. Auf 6 und auf 8. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verrechnet. Und dann fahren wir mal hier ran. So, und jetzt kann der nämlich schon... Obwohl, das ist ein kleines Handelsschiff. Kleines Handelsschiff ist ungünstig, weil der 3 Laderäume hat. Und wenn ich dem jetzt sage, der soll hier ranfahren und 2 Laderäume voll mit Gold machen, dann hat er nur noch 1 Laderaum für Edelsteine. Oder halt andersrum. Ich hätte gerne gleich viel für beide. Deshalb werden wir dieses Schiff ja nicht versenken, sondern verkaufen. Das kann man doch auch machen, oder? Ich muss es doch nicht unbedingt versenken, oder? Es hat doch Geld gekostet. Scheiße. Wie kann ich denn ein Schiff verkaufen? Schiffe durchschalten? Ach, das ist ja toll. Kontore durchschalten, K. Abrissmodus, Pipette, Forschungsmenü, Diplomatie, Strategie, Spezialaktion? Nee. Kann ich nicht Schiffe verkaufen? Mir war so, als ob man Schiffe verkaufen kann. Hey, ihr da. Könntet ihr mir vielleicht bei einer Kleinigkeit behilflich sein? Ja, nee. Was ist das denn? Alles aufdecken. Die gesamte Spielwelt wird aufgedeckt. Mit 1000. Ja, es gibt ja keine Inseln mehr. Gehe ich jedenfalls mal stark von aus. Es sieht fast so aus, als ob ich meine Schiffe nicht verkaufen kann. Oder doch? Handelsroute, Ausladen nicht möglich, Kontorbau nicht möglich. Ich kann es nur versenken. Weil es kostet mich natürlich Geld, wenn ich es behalte. Nur her damit. Ich habe nämlich einen für ein großes Bauwerk. Was hat mich das gekostet, dass ich das hergestellt habe? 1500, 8 Stoffe, 12 Holz. Ist eigentlich nicht schlimm. Da brauche ich Kanonen für. Ah, guck mal, ein Bündnisvertrag ohne Geld. Na schön. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Tiefer Marmorsteinbruch. Was? Erzmine erschließt das... Was? Moment. Hä? Das Rohstoffvorkommen dieses Gebäudes ist erschöpft. Tiefer Marmorsteinbruch. Erzmine erschließt das Tiefer Marmorsteinbruch. Erzmine erschließt das unerschöpfliche Vorkommen. Ist doch schon. Oder nicht? Hä? Ich habe doch tiefer Marmorsteinbruch schon erforscht, oder nicht? Oder habe ich das noch nicht getan? So, tiefer Marmorsteinbruch. Ermöglicht den Bau des tiefen Marmorsteinbruchs. Und der tiefen Lehmgrube. Im Baumenü verfügbar. Wartet mal. Marmorsteinmetz, Marmorsteinbruch. Das muss ich doch gar nicht mehr. Ist doch fertig. Tiefer Marmorsteinbruch. Ja, also, da muss ich doch gar nichts mehr machen. Ist doch fertig. Was soll das? So, dieses Schiff. Das ist natürlich blöd, wenn ich ein Entdeckerschiff baue oder ein mittleres Handelsschiff, dann braucht es Kanonen. Zwangsweise. Und da muss ich Kanonen herstellen. Das ist doch albern. Kleines Kriegsschiff, Entdeckerschiff, kleines Handelsschiff. Nein, ich möchte...
Das ist eine kleine Werft. Ich möchte ein mittleres Handelsschiff. Mist, ich muss eine große Werft bauen. Große Werft. Ermöglicht Bau großer Schiffe. Okay, das ist natürlich ein ganz schöner Eumel. Den bauen wir jetzt einfach mal dahin. Rums! So. Und da können wir jetzt ein... Na, was denn jetzt? Großes Kriegsschiff nicht bauen. Erforschung von großes Kriegsschiff möglich? Erforschung von großes Handelsschiff nicht. Ach, Mann, komm schon. Okay, ich muss die Schiffe erstmal erforschen. Großes Handelsschiff. Bam. So. Oh Mist, jetzt verliere ich plötzlich Geld. Ich verliere plötzlich Geld. Das ist schlecht. Da müssen wir erstmal die Steuern erhöhen hier. Und verhindern, dass die alle aufsteigen können. Ansonsten mache ich miese. So kostet mich denn die kleine Werft etwas. In der Tat, 10 Münzen. Und die haben wir nicht nötig, weil wir die große Werft haben. Also weg damit. So, und wir haben halt auch jetzt das kleine Schiff, was wir dann auch nicht mehr brauchen. So, erstmal wirst du hier die Hälfte deiner Sachen abladen. So, so und so. Und dann müssten wir hier eigentlich, genau, das Gebäude ausbauen können. Bam, unendlich Vorkommen. Ach genau, darauf hatte ich eben gar nicht geguckt bei Marmorsteinbruch, ob das da auch so aussieht. Und da steht es gar nicht. Hä, wie seltsam, warum hatten der unten nicht so ein... Ach, Marmorsteinmetz. Betrieb benötigt Marmorsteinbruch unendlich. Okay. Also der hat jedenfalls jetzt unendlich Möglichkeiten. So, und die Orena 2, Orena 3, die werden wir jetzt hier auch versenken. Das war leider Ressourcenverschwendung. Agatha von Thielen hat folgende Siegbedingung vor Ihnen erfüllt. Größtes Vermögen 75.000. Wie? Moment mal. Was soll das denn bedeuten? Ich dachte... Spiel verloren. Ich dachte, ich kann gar nicht verlieren. Ich dachte, das ist nur Ziel dahergesagt, was ich mir selber setze. Aber ich war mir nicht bewusst, dass ich verlieren kann. Das wusste ich gar nicht. Bisschen überdramatisch, findet ihr nicht? Mein Boot wollte ich eben selber versenken und meine Stadt brennt doch gar nicht. Ah, so ein Scheiß. Was? Zum Hauptmenü, zum Desktop, Neustart. Taktik! Ich darf nicht weiterspielen. Ich darf... Was? Ich darf nicht weiterspielen? Was ist denn das für ein Quatsch? Das Spiel ist vorbei. Normalerweise sagt man, okay, du hast das Ziel nicht erreicht. Möchtest du trotzdem weiterspielen? Weil die gleiche Idee gibt es ja auch, wenn man das Spiel gewinnt. Dann steht da auch, du hast gewonnen, möchtest du weiterspielen? Ja, was ist das denn? So ein Bullshit, der hätte ich nie im Leben Siegbedingungen aufgestellt. Oder noch besser, nie im Leben Gegner genommen. Ich wusste nicht, dass man verlieren kann. Weil dann hätte ich Steuern hochgedreht und schon vor ein paar Stunden gewonnen. Was ist das denn für ein Beschiss? Ja. Tja, also... Ich wusste nicht, dass das geht. Zum Hauptmenü, zum Desktop, Neustart. Ich kann nicht weiterspielen. Guck, ich bin der Schlechteste. Das gibt's doch nicht. Ich hatte 17.000 Einwohner. Agatha hat 71.000. 21.000. Oder sind es nur Punkte? Ach so, 10 Punkte pro Einwohner. Punkte für Goldmünzen. Wie seltsam. Waren, Gebäude, Bilanz, Schiffe, Truppen, Händlerauftrage, Spielziele. Warum ist sie so viel geiler? Tja, wie es aussieht, bin ich scheiße. Und, das hatte ich jetzt so nicht geplant. Aber an dieser Stelle endet dann Anno 1701 fürs Erste. Wie es aussieht. Okay, dann machen wir beim nächsten Mal was anderes, ne? Wie seltsam. Damit hatte ich echt nicht gerechnet, vor allem, dass ich nicht weiterspielen kann. Da, ihr seht mich sprachlos. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.
Und bis zum nächsten Mal, denke ich.